wird es nicht glauben, aber das ist mein 10. Versuch. Servus und herzlich willkommen. Mich gibt's auch noch. Nicht vor irgendeinem Let's Play. Wieder mal ein Vlog. Heute campen. Ich war lange Zeit verschollen. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe wieder irgendwie Motivation bekommen, Videos zu machen. Aber keine Gaming-Videos mehr. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, eher wahrscheinlich gemütlich, vloggen. Ich vermisse es ein bisschen, ein gewisses Tagebuch, ein gewisses Videotagebuch zu haben. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, wir gehen heute campen. Habe alles vorbereitet, wir werden was kochen, schauen wir mal, was es wird. Aller Anfang ist schwer, keine Frage, aber na, machen wir das Beste draus. Let's go! So, wir haben alles eingepackt und jetzt warten wir noch auf den Tommy. Jawohl. Ein Nasser. Ich ja. Ist nicht weiter rausgelegt, würde ich sagen. Wenn wir drüber spannen, dann unterstützen wir mit einem anderen Holz. Wind kommt von dort, da Feuer. Boden schlafen Arsch. Egal, Matte. Warte, haben wir genug Möglichkeiten. Ja. Ideal. Na, hier wird einmal mein Sack ist. Gewicht ist um die gleich. Na, da kommt man vielleicht ein bisschen schwerer vor, weil er länger ist. Also, hier macht er mal. Willst du die Matte spannen? Schauen wir mal. Schau mal, wo das Feuer hinzeigt. Feldstecher mit. Was? Was ja. Für Rehe? Gescheite Handschuhe mit. Typ. So, gleich mal das Less. Ja. Das Wichtigste zuerst. Fäng mal an. Stulette! Ich
schnell! Lasst's euch in den Wald! Was sollen wir sonst in der Quarantäne machen? Sagst du mal, wo das lässt ist? Im Sack ist. Maximale Position. Mal später erst über die Hängematte. Oder ohne. Oder gleich darunter schlafen nehmen und Feuer zu zweit. Auch mal. Wir können ja vielleicht ein bisschen weggraben. Das ist schon viel. Das ist schon eine Steigung, ja. Da ein Feuer machen, das da gemütlich hinsetzen. Ich werde wahrscheinlich da meine Hängematte spannen, weil am Boden werden wir nicht schlafen können, weil es doch relativ steil ist. Ja. Aber zu weit weg dürfen wir auch nicht schlafen. Da liegt maximales Holz überall. Ich will das da komplett zerstören, damit der eine Baum wieder Platz zum Leben hat. Wenn du da irgendwo einen Hering findest, dann habe ich schon verloren, glaube ich. Umwelt. Madonna, das war gerade anstrengend.
Gott! Ideale Höhe. Scheiße, was ich für ein Wetten hab. Was? Was? Typisch. Locker. Leg dich mal rein, du merkst gar nicht, dass du schräg liegst. Der will nicht am Boden schlafen. Brauch eigentlich schon lieber. Eigentlich lieber am Boden. Glaube ich. Kann man die Matte ja so weit untersparen, dass ich mit dem Körper am Boden bin. So, oder? Was bringt das? Nur so eine Frage. Naja, dass ich doch gerade lieg, aber Kontakt habe. Was bringt das? Naja, dass die Matte nicht hin und her wippt. Oder ich schaffe klassisch wieder Krise einfach am Rucksack. Ja, genau. Hack ich da und nicht da vorne, wo der Ast ist, bitte? Rillwanz. Ja, so wie leid. Ein Stabal. Boah. Ja, gleich zum Grundwasser. Geht eigentlich. Leg dich mal rein, fällt gar nicht auf. Was? Da ist irgend so ein Bolster. Da, Isomatte drauf. Ficker. Übes! Mal! Nachlegen, warm. Wecker stellen, nachlegen. Nehmen, werfen. Ja. Und ich schlaf ganz weit weg. So da zwischen den Bäumen. Erst jetzt will ich auch am Boden schlafen. Haben wir ja gesagt! Aber da muss ich so schlafen, gell. Da unten, weil da ist so urhoch. Wenn da so. Da, Füße bei dem Baum hinter dir.
Und so rauf? Ja. So jünger. Mal. Überleg dir aber nicht, ich mach mal Feuer. Oder ich mach mal da die Stelle. Mehr Stelle. Wir probieren halt so lange mit der mit dem Feuerstahl, bis es nicht mehr geht. Bis der ganze Feuerstahl aufgebracht ist. Ich will das schaffen. Das kann es ja nicht sein. Den Topsegelschutz, den ich noch gemerkt habe. Magst du schauen? Ja. Da unten. Dann. Also unten. Und zweimal da in die Schlaufe rein. Einmal. Zweimal. Fest. Und jetzt einmal da rundherum. Und da wieder rein. Mein alter Fischersessel. Geil. Richtig lauer. Ideal. Ich hol's eigentlich eh so. So offen. Was? Ja. Ja. Das ist, wenn ich es andersrum mache. Über 40 Grad. Oben nur oben. Morscher Baum, genau bei mir. Boah, was? Risiko. Der kracht genau. Der kracht genau da rein. Der sagt guten Morgen auf dem Gebein. Magura! Weißt du, 45 Grad drehen? Schau mal. Ah, der ist drinnen, der Baum. Der. Ah, der tut nichts. Glaub ich. Erst. Was soll sich da bewegen, Alter? Diagonal, mal! Ja.
fahren dort. Nächste Challenge, Feuer ohne Feuerzeug anzünden. Wird schon Druck auf der Nahrung. Mehr Nahrung. Also, wo stellen wir sich die Kamera hin? Bitte? Glaubst du, bock ich's? Nein. Ah. Wirklich? Ich hab nicht dauernd den Chef. Einmal am Holz. Und? Schon steiler. Gleich geschissen. Nur bei mir ist links. Bei mir ist gefährlicher mit dem Baum. Da brennt nichts. Noch ein Birke. Ich geh überall. Druck. Wenn Scheiße, muss doch brennen, oder? Ja, sollte man meinen. Es beginnt zu regnen. Erst, es schneit. Schau mal, da liegen Schneekörner. Ja. Jawohl. Mein Lager schaut halt noch ein bisschen so aus. Ob ich
Schlaf oder ob man da Mann dazu geht. Jawohl, Schnee. Erster Schnee, oder? Was? Geil. Schneit. Ja, aber das ist nur kurz. Gute Wolke. Gute Salamander. Auf jeden Fall. Wo ist der Salamander? Vorher ist nämlich ein Salamander in seinem Bett gerät. Wurscht, wenn du am Boden schlafst, schlaf ich auch am Boden. Ja, sicher schlaf ich am Boden. Mal! Passt. Dann schlaf ich auch am Boden. Aber ich mach das Ding jetzt schon zu. Bringt ja nichts. Das schneit in den Rucksack. Boah, vom Wetter. Schnee. Naja, erster Schnee des Jahres. Gibt's dir dann. Der Gräse kommt, Wasser. Richtig lauernd. Das brauche ich auch noch, eine Stulette. Mehr Stulette. Geindig. Ja, musst ausheben. Wenn du stehst, kannst du mir das Foodbag da von mir geben. Wurscht, Quatsch. Alles mal unten. Lette! Also ich fall da. Oder auch nicht. Oh. Normalerweise bin ich der große Redner, aber heute Natur genießen, chillen. Ja, ja, keine Ahnung. Eigentlich seit 4 Jahren nicht mehr gemeldet. Auf dem Cube. Island war das letzte, das war 2017. Hm. Und sonst urleibende Videos gemacht und nie veröffentlicht. Was? Warum? Ja, weiß ich nicht. Winterurlaub mit der Ines zum Beispiel. Mal als Video, aber halt nicht veröffentlicht. Weil ich mal damals gedacht habe, Pornografie nicht so gut auf YouTube. Na, da habe ich mir gedacht, ja, ich finde es eh leibend, Videos zu machen und so, aber hochzuladen brauche ich nicht mehr auf die Art, aber passt schon. Manda! Wem geht das Salamander? Das ist mein Schlafsetup. Richtig offen. Normalerweise sparen wir uns immer die Hängematte. Das ist Tommys Setup. Auch richtig offen. Dann kann der Salamander wieder kommen. Mit dem Salamander. Nahrung. Vorbereitung. Nahrungsvorbereitung. Dann kann wieder hacken eine, dass das Würstchen nicht runterrutscht. Perfekt. Schau mal, was ich nahrungsmäßiges mit habe. Klassisch, Vorspeise. Vorspeise, Bratwürstel. Und ich muss mal das ganze Zeug mal zusammenschnipseln. Das schaut richtig leer aus eigentlich. Mal!
Bild einlegen. Für die Fans. Muschis und Milchs. Spannend. Zu klein. Was zu klein? Pfanne. Pfanne ist viel zu klein. Eigentlich unmöglich. Und die ganze Zucchini reinhauen. Alles noch wieder kleiner. Ja, Holz. Magura. Kurze Aufwärmübung. Die großen Stämme kommen später. Weiß nicht, wie wohl ich mich da heute fühlen werde. Mandergefahr. Und da ist nicht so ein dickes Loch drin in dem Baum. Hoffentlich ist da nicht irgendein Viech drin. So, voilà. Machen Sie mal was Gutes. Das Einzige, was du bis jetzt brutzelst, sind deine Kartoffeln. Du ziehst da noch nichts, glaube ich. Aber wir haben einen Neuzugang bekommen. Einfach so gekommen. Sicher. Er spannt sich die Hängematte. Paste. Irgendeine Paste. Irgendeine. Wirklich. Alles geht schon was. Wenn nicht, geht's noch was neu. Also, lasst's euch. Ah, da tut sich schon was, aber es ist ein bisschen viel drin. Zucchini ist ein bisschen größer schneiden können. Der Wichser. Und man die alles. Das schneit, wird schon weg, oder? Liegt da. Mal, brauch ich dann. Bitte. Was? Warte, wird ein Mineralreis haben? Sehr still. Ideal.
Na ja, könntest du ja schon was tun. Es tut sich gar nichts. Es gibt Reis. Kartoffeln geworden. Kartoffeln sind, glaube ich, durch und fertig, ja? Aber ein Currywurst hat auch nicht mal lang. Er hat sich einfach ein Steak dahergelegt. Maximal. Erstgeber! Reis ist schon fertig. Der wartet nur mehr. Hast du leider mal eine kleine Wärme mit deinem Würstel? Wok! Voll dunkel! Erst ist vegetarisch. Erst einmal gerne einen Würstel haben wir. Aber ohne Kamera, weißt du? Maximales Lasch. Und von meinem Vater, der beste Freund, sagt ihm noch so: Nimm da halt eine Hilti mit, falls das eine Betonwand ist. Ja. So richtiger Jammin ist der Vater. Ein Sitt. Auch ein Sitt. Geil. Das ist viel zu viel Reis. Na, maximal. Man muss den Reis zuerst essen. Das ist zu viel. Reis, jemand? Danke. Ich weiß noch nicht, wie ich es essen soll. Erst, ich brauche mehr Hitze. Dann fahr runter den Rost. Das Beste wäre jetzt, wenn man das Essen einfach gommt. Einfach alles gommt. Erst aber schau dir mal diese Nahrung an. Na dann. Wird wahrscheinlich aber warm sein. Schauen wir mal. Und schmeckt der Mann. Boah, ich fühl schon heiß. Boah, das ist ein Brett. Typ, gleich Instagram. Gleich Filter drauf, dass es besser ausschaut. Ja, das ist viel zu heiß. Das muss ich jetzt eigentlich von oben essen, oder? Nein, du musst vom Rand essen, nicht von der Mitte. Rand? Mhm. Probier's vom Rand. Irgendwo, wo schon, wo das Ganze am Rand liegt. Ah ja, arg weit untergriffen. Ja, das könnte auch böse sein. Ah! Das ist richtig Druck am Curry. Scharf oder was? Auch, ja. Wow. Halloumi. Maximal. Das ist eine Portion. Was? Ich muss es auskühlen lassen. Bock nicht. So heiß? Ja, es ist so unfassbar heiß. Nein, ich lege mal nach. Das wird halt dauern. Soll ich mein Licht weggeben? Ach, tja. So ein Instagrammer. Ein gutes Heineken dazu. Oh. Tut doch nicht weh.
Also die GoPro auf, bitte. Nein, nicht beim Licht. Hat keinen Platz. Das ist ein Menü, oder? Ja, das ist ein Menü, Dame. Man nicht am Reis. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so heiß. Ich glaube, das ist die Schärfe. Ich habe nichts Scharfes reingegeben. Nur ein bisschen Pasta. Jetzt macht ihr es eigentlich beide mit einer Hand. Boah, ins Essen! Nein, nicht ins Essen! Das ist schon wieder sogar abtropft. Okay. Jetzt weiß das ja wohl schwul, das geht ja nicht gescheit. Oh, aber das ist schon heiß. Noch auf der Hand. Ah! Ah! Oh! Ja, wieso ist es immer noch so heiß? Mehr Wärme! Na, ich sag einmal so: Das ist jetzt Reis, Hauptmenü, Beilage, ein bisschen Gemüse. Und Volldruck mit Schärfe. Echt schon scharf? Ja, schon scharf. Aber ich habe nichts reingegeben. Erst das ist süßes Curry, was ich mir da reingehauen habe. Das ist ja nichts Arges. Ja, dann kann es nur die Pasta gewesen sein. Ja, die macht schon Druck. Ich glaube, ja, die Pasta wird es sein. Ich habe ungefähr doppelt so viel Pasta genommen für 4 Personen. Okay. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich Schärfe für 2 Personen genommen. Und das letzte Mal war auch sehr scharf. Egal. Diese Schärfe ist immer noch gegangen. Erst bitte, pass auf deine Hände auf. Wir haben kein Medikit mit. Oder schon? Das ist ein Medikit. Kein Kittes. Das ist abnormal. Richtig geil. Leibend. Nächstes Mal Steak machen mal. In der Früh Knorr. Brett ist auch so geil. Im Griff. Wow. Griff mal. Brauchst. Erst wird die GoPro kommen lassen. Nicht. Ah. Bumm zu. Kann mich an nichts erinnern. Der Hahn. Der Böbelhahn. Das Leibende ist, früher, in meinen früheren Videos, sag ich mal, habe ich mich immer so ein bisschen verstellt, so auf YouTube gesprochen irgendwie. Das passiert mir nicht, wenn ich mit euch da bin, spreche ich. Was heißt das jetzt, bitte, für uns? Das heißt, dass wir sind... Nein, das heißt, dass ich mit euch normal rede. Und nicht irgendwie auf YouTube. Und nicht auf YouTube reden, so auf die Art. Das ist scary. Aber nimm wenig Reis. Könnte heiß sein. So ein scharf bisschen, aber nicht arg. War es wirklich heiß? Ja. Wieso hält sich das so arg lang da drin? Verstehst du am Anfang? Halbe Stunde, eiskalt. Danke, letzter. Danke. Nein, danke.
Mhm, Schärfe. Oh. Heiß und scharf, schlechte Kombi. Heiß und scharf. Dann leg's halt einmal. Da geht man schon der Mann da. Es regnet schon wieder. Oder mir hat jemand auf den Kopf geschissen. Ist das doch gerade brauchen, oder? Ja, so ist mir vorher auch gegangen. Darum habe ich mir nicht gedacht, dass du vorher so locker durchbrichst. Darum haben wir beide so geschaut. Viertel neun. Nimm das. Ist das jetzt drauf oder nicht? Du Halbert. Gutes. Ja, mal zu. Ui, ui, ui. Sechs Egg Yorks. Yorkes. Oh, ich krieg schon Blasen. Das macht so Druck. Besser dort. Mehr Druck auf der Blase. Für heute bin ich fertig. Hauptsache liegt. Ich habe eh auch ein Stück angeschnitten. Jiga! Mehr Ladung. Mehr Jorges. Mehr Jijiji. Mehr Jijiji. Zu mir. Egal, wo der Krise gesessen ist oder war, es zieht immer dorthin. Ja. Hoppa. Der lass das York kommen. Yes. Ja, halt's lieber. Das Problem ist, dass da unten halt kommt, aber oben nicht. Geil mit der Sonne. Mehr Wildschwein. Wo? Oh ja. Da früh.
vorher in der Früh. Mehr York. Mehr York, guys. Klassisch. Boah! Hurlrauch! Wieder hin. Fertig. Jetzt geht da so das Feuer. Ja, wegen einem Rauch nur. Der braucht mehr Feuer. Der hat schon hier alles am Boden. Jetzt können wir essen. Boah, da ist viel Erde drauf. Mit Erde. Survival Man! Oder wie der Marti sagt, Waldmänner. Waldmänner? Der ist jetzt kein Waldmensch mehr. Ja. Der hat das noch nie da draußen geworfen, glaube ich, oder? Ja, weil er jetzt keine langen Haare mehr hat. Aber ich glaube, das ist einfach nur. Also ich glaube, das ist einfach. Nein, von den Rätseln, ha? Schau mir an. Was sagst du das doch? Gute Speise. Mhm. Mal. Hast du ja gebracht, gell? Von oben. Ja, lang. Nick. Bist du da nicht weh? Das ist die Box nicht. Na, nicht weg, gell. Genießen. Ja. Speise ist gleich weg. Nach dem Feuer hätte ich gesagt, packen wir zusammen, oder? Oder wolltest du dann noch chillen? Ja. Eh nicht mehr. Zu lang, weil